Hallo, hier ist Michael vom Purpose Meetup und ich freue mich, euch heute einen Impuls von Nando Stöcklin ankündigen zu können aus unserem Purpose Meetup Nummer 11. Sein Thema: So finden Jugendliche trotz ihrer Schulprägung zurück zu sich selbst und zu ihrem Purpose. Nando ist im Bildungsbereich tätig. Er ist Ethnologe, er ist Doktor der Pädagogik, Transformationscoach und Buchautor des Buches Spiel dein Leben. Wir freuen uns sehr auf deinen Impuls. Setzt ja wie voraus, dass es irgendwann mal so war, dass wir irgendwann mal bei uns waren, dass wir bei unserem Purpose waren. Und wenn wir Kinder beobachten, die stellen sich nicht oder zumindest kleinere Kinder, die stellen sich nicht die Frage, was ist denn mein Purpose oder so. Die leben einfach und die sind ganz zufrieden mit dem, was sie machen. Und was machen sie denn? Ja, sie spielen. Wenn wir Kinder lassen würden, dann würden sie ein Leben lang spielen. Aber wir tun das nicht. Wir Erwachsenen kommen dann und sagen, nee, jetzt ist die Zeit abgelaufen zu spielen. Jetzt musst du Wichtigeres machen, nämlich in die Schule gehen. Und da sollst du das und jenes zu dem Zeitpunkt lernen, den wir definiert haben, wir Erwachsene. Und was passiert da genau? Ich möchte gerne mal kurz reinschauen, was denn da genau passiert. Ich war gerade kurz irritiert, weil ich noch eine Meldung bekommen habe, weil ich mit Host bin, aber alles gut jetzt. So, gut. Also, letztlich gibt es vier Motivationsarten, also vier Gründe, weshalb wir tun, was wir tun. Und das ist ja spannend, uns mal zu fragen, weshalb arbeite ich denn zum Beispiel? Arbeite ich für Belohnung oder um Bestrafung zu vermeiden? Das wäre dasselbe. Und das würden wahrscheinlich ganz viele nicken, weil Lohnarbeit, eben gegen Ende Monat kriege ich dann den Lohn für das, was ich geleistet habe. Das ist genau das. Das zweite ist Status. Ich kann etwas tun, um in meinem Umfeld wichtiger zu werden, um bekannt zu werden, um respektiert zu werden. Das könnte dann zum Beispiel sein, mein Streben nach Karriere, dann Sprosse um Sprosse zu steigen. Ich kann etwas tun, wegen dem Sinn, weil mir das sinnvoll erscheint, zum Beispiel auf die Straße gehen und zu demonstrieren oder das Klo zu putzen oder irgend sowas. Oder ich kann etwas aus dem inneren Drang heraus tun, ohne dass ich das wirklich erklären kann, weshalb ich das jetzt tun möchte. Und genau das ist Spielen. Spielen ist etwas anzupacken, einfach aus einem inneren Drang heraus. Oder um das in eine Definition zu gießen, ein Spiel ist eine selbstbestimmte Herausforderung. Und das heißt schon mal, ich bestimme, was ich spielen möchte. Wenn ich spielen muss, dann ist das Spiel schon vorbei. Und das Zweite, was wichtig ist, ist die Herausforderung. Es ist immer etwas, was etwas schwieriger ist als das, was ich sicher kann. Es ist nicht etwas, was langweilig ist, was unterfordernd wäre. Es ist auch nicht etwas, was überfordernd wäre, sondern es ist immer etwas, was genau zu meinen Fähigkeiten, zu meinen aktuellen Fähigkeiten und zu meinem aktuellen Entwicklungsstand passt. Natürlich, eben weil es selbstbestimmt ist, auch zu meinen Interessen. Und das Ziel ist im Spiel, das heißt nichts anderes als, ich mache es einfach aus Freude, der Weg ist das Ziel und nicht irgendwann will ich das und das erreichen, deshalb mache ich diese Tätigkeit, sondern ich mache es einfach aus Freude. Das ist letztlich ein Spiel für mich. Und das ist für mich auch das Geheimnis, wie wir zurückkehren können zu unserem Purpose, den Purpose wiederfinden können, weil eben Kinder, die spielen, die leben ihren Purpose. Und wenn der Purpose auch sehr kurzfristig ist, auf den Baum zu klettern, dann ist das jetzt gerade das, was ihr innerer Drang sie sagen lässt oder sie machen lässt, und dann tun sie das. Wenn wir Erwachsene nicht kommen und sagen, hey, Moment, das kann gefährlich sein oder irgend sowas. Also mit anderen Worten, Spielen ist eigentlich die Natur in Aktion, oder Spielen wäre unser natürlicher Zustand. Und wenn wir nicht spielen oder wenn wir etwas tun, was sich nicht spielerisch anfühlt, dann sind wir nicht bei uns und dann leben wir nicht unseren Purpose. Jetzt, wie sieht das in der Realität aus? Schön wäre ja, wir würden die Kinder einfach spielen lassen, aber das geschieht nicht, sondern wir beginnen meistens, also zwar als Kind ganz rechts, klar, und dann kommen eben wir Erwachsenen und transportieren sie ganz nach links. Das heißt, wir sagen den Kindern, Moment, das, was ich von dir verlange, das ist wichtiger als das, was dein Herz dir sagt, das, was dein innerer Drang dir sagt. Und was ist das dann? Wir nehmen diesen Grund oder diese Motivationsart, innerer Drang, ersetzen wir durch Belohnung. Und Belohnung heißt als Kind dann irgendwie,
du wirst belohnt mit der guten Note, du wirst belohnt mit einem guten Zeugnis oder du kannst eben dann die Bestrafung vermeiden und Bestrafung von einem schlechten Zeugnis oder so. Ist es dieselbe Motivationsart. Und so schaffen wir es, die Menschen von sich selbst zu entfernen. Die Kinder von sich selbst zu entfernen. Und im Erwerbsleben sieht es genauso aus. Nach der Schule das Wichtigste, dass die jungen Menschen, die Jugendlichen zuerst mal eine gute Lehre haben, eine gute oder ein Studium haben, einen Studiumsplatz haben, irgend so, dass die quasi verräumt sind, dass die irgendwo eben verräumt sind im System. Und da, dann sind sie auch wieder, dann beginnen sie wieder links. Also sie arbeiten dann gegen Belohnung. Das ist das Normale. Das, was wir alle kennen oder die meisten von uns kennen vom Erwerbsleben her. Und dann sind sie vielleicht irgendwann, haben sie die Lehre abgeschlossen, sie arbeiten noch ein paar Jahre und dann beginnen sie vielleicht am Status noch etwas zu oder für den Status etwas zu tun, eben Karriere zu machen oder irgend so. Und die meisten Menschen bleiben ein Leben lang auf diesen beiden Motivationsarten. Und nur wenige können von sich sagen, ich mache etwas, was sich wirklich sinnvoll anfühlt. Das ist irgendwas, was die Welt ein klein bisschen besser macht und was ich einfach, ja, was ich auch für mich stimmig anfühlt so. Und die allerwenigsten Menschen haben wirklich Leidenschaft für das, was sie tun. Also dieser innere Drang, das sind vielleicht Künstlerinnen und Künstler, das ist für mich immer so ein schönes Beispiel, die tun etwas einfach aus einem inneren Drang, malen sie ein Gemälde. Würde niemand sagen, das sei sinnvoll, dieses Gemälde. Es würde auch nicht irgendwie, es wird auch nicht großartig belohnt werden oder so, sondern sie tun das einfach aus einem inneren Drang raus. Und das mit dem Geld verdienen, das kommt irgendwann dann schon noch, aber das ist nicht so zentral. Also wir beginnen eigentlich links und arbeiten uns nach rechts vor, respektive einfach der Schwerpunkt ist links. Diese vier Motivationsarten liegen auf einer Skala von fremdbestimmt, das ist ganz links. Also je stärker links das ist, desto fremdbestimmter ist es. Und nur dieser innere Drang ist selbstbestimmt. Alle anderen drei Motivationsarten sind fremdbestimmt, aber immer schwächer fremdbestimmt. Also Sinn ist auch fremdbestimmt, aber schon deutlich schwächer als Belohnung oder Status. Das war die ganz normale Leistungsorientierung, das ganz normale Prinzip des 19. und 20. Jahrhunderts. Leistungsorientierung heißt für mich, wir orientieren uns an den Leistungsanforderungen, die von außen an uns herangetragen werden. Und ich bin überzeugt, dass es jetzt in eine andere Richtung geht, dass das Pendel jetzt zurückschlägt und es wieder Richtung, ich nenne das Spielorientierung geht. Das heißt, wieder unser Spiel zu finden, wieder unser Spiel zu leben, wieder einfach in mich reinzuhorchen. Was ist denn mein innerer Drang? Und das ist, ganz viele Menschen spüren das nicht mehr. Ich habe mit Achtklässlern gearbeitet zum Beispiel. Etwa die Hälfte von ihnen haben keine Ahnung, was sie gerne tun. Die haben keine Faszinationen mehr. Die sind so weit von sich entfernt. Aber eigentlich könnten wir rechts anfangen und etwas tun, was wir einfach im inneren Drang her tun möchten. Und uns da weiterarbeiten. Das fühlt sich immer sinnvoll an. Das Zweite kriegen wir kostenlos mit über. Und wenn ich das eine Weile tun, dann tue ich das sehr, sehr gut. Und dann spricht sich das rum. Da ist jemand, der das Problem XY wunderbar lösen kann. Und dann steigt die Person natürlich auch im Status. Und dann irgendwann kann sie dann auch Geld verdienen. Mit der Einzigartigkeit dieser Person, mit dem Problem quasi, dass diese Person lösen kann. Und das funktioniert. Das kann man hier heute machen. Das hat in der alten Welt schlecht funktioniert. Gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, aber heute würde das, oder ist es eben sehr viel einfacher, dieser Weg, oder sehr viel einfacher möglich, dieser Weg. So. Genau, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, sondern möchte einen ganz, ganz kurz Ausblick geben. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Magic Campus, und wir möchten beim Magic Campus eben den Menschen, jungen Menschen, Schulabgängerinnen und Schulabgänger, statt dass sie einfach in eine Berufslehre oder in ein Studium reingehen, Gelegenheit geben, sich selbst zuerst kennenzulernen und dann, wenn sie sich kennengelernt haben, dann ein Projekt zu formulieren, das ihnen entspricht, das ihrer Einzigartigkeit entspricht und das den Purpose ganz automatisch schon mit sich bringt und dieses Projekt dann umzusetzen. Und wie wir da vorgehen, wie wir gucken, dass diese jungen Menschen eben dieses Projekt finden, wie sie sich selber finden, das kann ich dann sehr gerne in der Session dann nachher noch beschreiben.